Soll ich an meinem Verbrenner festhalten oder doch den Umstieg auf ein E-Auto wagen? Welche Distanzen kann ich mit einer Ladung zurücklegen? Und lohnt sich der Umstieg auch finanziell für mich? In diesem Video werden wir Antworten auf diese und weitere Fragen liefern und etwas Licht ins Dunkel bringen. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und eines kann ich dir schon vorab mal verraten. Willst du dich auch zukünftig mit einem Auto fortbewegen, dann ist der Umstieg auf das E-Auto im Grunde nur eine Frage der Zeit. Denn in der EU sollen ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden. Aber nicht nur EU-weit tut sich einiges. Der weltweite Markt für Elektroautos wird in den kommenden Jahren laut Prognosen im zweistelligen Prozentbereich wachsen. Viele Länder bieten Subventionen an, senken die Steuern und bauen die Ladeinfrastruktur aus, um den Umstieg auf das E-Auto einfacher zu machen. Auch Autohersteller verlieren keine Zeit und bringen neue Modelle auf den Markt. Während das erste Elektroauto von Audi 2018 vorgestellt wurde, soll es von der Marke bis 2025 mehr als 20 voll elektrische Modelle geben. Du siehst also, die Zukunft ist elektrisch. Aber schauen wir uns als nächstes die Kosten an, die mit dem Umstieg verbunden sind. Aktuell sind viele Elektroautomodelle im Vergleich zu den Verbrennern noch etwas teurer. Doch dies wird sich in den kommenden Jahren ändern. Auf Dauer schonen Elektroautos jedoch deutlich deine Geldbörse. Da kann das Auto mit Verbrennungsmotor nicht mithalten. Schauen wir uns dazu ein paar Zahlen an. Die Anschaffungskosten eines Renault Twizy liegen bei rund 11.500 Euro. Der Renault Twizy ist damit eines der günstigsten Elektroautos. Ein Tesla Model 3 kostet im Vergleich 56.000 Euro. Im Allgemeinen liegen die Preise für Elektrofahrzeuge in der Basisversion zwischen 30.000 und 70.000 Euro. Schauen wir uns die Anschaffungskosten der Verbrenner an. Ein neuer Renault Clio kostet zum Beispiel rund 18.000 Euro. Ein Volkswagen T-Cross Live rund 25.000 Euro. Ein Alfa Romeo Giulia etwa 43.000 Euro. Und ein 5er BMW rund 60.000 Euro. Fleet Assist, ein unabhängiges Unternehmen, das sich auf Supply Chain Management für die Flottenindustrie spezialisiert hat, errechnete, dass die durchschnittlichen Kosten für die Wartung eines Elektroautos etwa 22% niedriger sind als die eines Verbrenners. Lasst uns auch dazu einen Blick auf die Zahlen werfen. Strompreise schwanken, keine Frage. Aber wir halten die Zeit für einen Moment an und sehen uns an, wie groß der Unterschied zwischen den Lade- bzw. Tankkosten eines E-Autos und eines Verbrenners ist. Ein Elektroauto verbraucht pro 100 Kilometer im Durchschnitt 16,5 Kilowattstunden. Die Kosten pro Kilowattstunde liegen aktuell bei 37 Cent. Im Vergleich dazu verbraucht ein Verbrenner pro 100 Kilometer im Durchschnitt 7,4 Liter. Die Kosten pro Liter liegen aktuell bei 1,90 Euro. Nehmen wir an, du fährst 200 Kilometer pro Woche. Mit einem Elektroauto kostet dich das etwa 12,21 Euro. Die gleichen 200 Kilometer mit einem Verbrenner kosten dich ca. 28,10 Euro. Beinahe dreimal so viel. Der Kostenunterschied ist so erheblich, dass man nicht leugnen kann, dass das Fahren mit einem Elektroauto billiger ist, als mit einem Fahrzeug, das mit Benzin oder Diesel betrieben wird. Und noch eine gute Nachricht. Wenn du zu Hause mit einer smarten Wallbox wie dem GoE Charger lädst, kannst du sogar noch mehr sparen. Fazit: Ja, die Anschaffungskosten eines E-Autos sind aktuell noch höher als die eines Verbrenners. Das wird sich jedoch in den kommenden Jahren ändern. Die laufenden Kosten sind bei E-Autos deutlich geringer, insbesondere wenn du zu Hause lädst. Okay, sehen wir uns jetzt die Reichweite der Autos an. Manche Verbrenner können mit einer vollen Tankfüllung bis zu 950 Kilometer fahren. Wenige sogar bis zu 1500 Kilometer oder sogar mehr. Aber wie sieht es im Vergleich dazu mit Elektroautos aus? Welche Distanz kann ein E-Auto mit einer Ladung zurücklegen? Elektroautos entwickeln sich schnell weiter, was bedeutet, dass ihre Reichweite ständig steigt. Im Jahr 2011 konnte man sich zum Beispiel glücklich schätzen, einen Nissan Leaf mit einer Reichweite von etwa 125 Kilometer zu haben. 2015 konnte man bereits den Kia Soul mit einer Reichweite von bis zu 235 Kilometer kaufen. Heute hat das Tesla Model S eine Reichweite von etwa 600 Kilometer, während der BMW i4 M50 mit einer Ladung etwa 520 Kilometer weit fahren kann. Das soll sich in Zukunft weiter steigern. Hersteller von Elektroautos planen, die durchschnittliche Reichweite von Elektrofahrzeugen bis 2025 auf ca. 784 Kilometer zu erhöhen.
Fazit: Die Reichweite von Verbrennerautos ist aktuell höher. Elektroautos holen aber auf und werden von Jahr zu Jahr höhere Distanzen mit einer Ladung zurücklegen können. Wird die Reichweite bis 2025 auf 784 Kilometer erhöht, kannst du mit einer Ladung zum Beispiel von München nach Paris oder von München nach Split in Kroatien für den Sommerurlaub fahren. Das klingt vielversprechend. Und solltest du doch häufig höhere Distanzen fahren wollen, spielt die Ladeinfrastruktur für E-Autos eine noch viel wesentlichere Rolle. Elektrofahrzeuge sind relativ neu. Nun, auf jeden Fall neuer als Verbrenner. Das lässt uns oft denken, dass es noch nicht genug Infrastruktur für E-Autos gibt. Tatsächlich aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir während der Fahrt der Strom ausgeht, gering. Unabhängig davon, welche Art von E-Auto du fährst. In Deutschland gibt es zum Beispiel mehr als 59.000 öffentliche AC-Ladestationen, in Österreich über 15.000 oder in Italien mehr als 32.000. Dazu kommen noch zum Beispiel in Deutschland über 10.000 Schnellladepunkte. Im Vergleich dazu gibt es in Deutschland rund 14.500 Tankstellen. Und sollte doch mal keine öffentliche Ladestation vorhanden sein, wenn du sie brauchst, dann gibt es auch dafür eine Lösung. Nämlich eine tolle Erfindung namens mobile Wallbox. Eine mobile Wallbox wie den Go eCharger Gemini Flex kannst du einfach auf Reisen mitnehmen. Du kannst damit an jeder CEE-Steckdose oder mit passendem Go eAdapter an jeder verfügbaren 220 Volt Steckdose oder Camping-Steckdose laden. Der Go eCharger Gemini Flex ist leicht und so klein wie ein Schuhkarton. Solange du also noch Platz für ein paar Turnschuhe hast, ist auch Platz für deine persönliche Ladestation. Fazit: Die Ladeinfrastruktur ist bereits sehr gut und wird in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut. Du brauchst dir diesbezüglich also keine Sorgen machen, insbesondere wenn du eine mobile Wallbox dabei hast. Last but not least werfen wir einen Blick auf die Klimabilanz. Ist dein E-Auto tatsächlich klimafreundlicher als ein Verbrenner? Elektroautos haben sich den Titel Grün aufgrund ihrer Klimafreundlichkeit verdient. Natürlich bestehen sie nicht aus Luft und Wasser und ihre Lithiumbatterien verursachen bis zu einem gewissen Grad Umweltverschmutzung. Die US-Umweltschutzbehörde hat vor kurzem Schätzungen über die Menge an Treibhausgasemissionen vorgelegt, die ein Elektrofahrzeug im Vergleich zu einem Benzinauto verursacht. Schauen wir uns das Ergebnis an. 18% der von Elektrofahrzeugen verursachten Umweltverschmutzung ist auf die Batterie zurückzuführen. Fahrzeuge mit Diesel- oder Benzinmotor haben natürlich keine Batterie für den Antrieb. Derzeit nutzen immer mehr Menschen in Europa und auf der ganzen Welt Sonnenkollektoren zum Laden ihrer E-Autos. Lädst du dein E-Auto nämlich mit Solarenergie auf, vermeidest du Schadstoffemissionen. Im Vergleich dazu verursacht die Nutzung des Stromnetzes zum Laden deines Autos CO2-Emissionen. Bei der Gewinnung und Herstellung von Werkstoffen und der Montage des Fahrzeugs selbst unterscheiden sich die beiden Fahrzeugtypen in Bezug auf die Umweltbelastung kaum. Werfen wir jetzt einen Blick auf den größten Unterschied, nämlich den laufenden Gebrauch des Fahrzeugs. Wie du siehst, gibt es bei den Elektrofahrzeugen keinen gelben Balken. Das liegt daran, dass E-Autos während der Fahrt keine Emissionen erzeugen. Wenn du mit grünem Strom lädst, ist auch das Aufladen frei von Produktion klimaschädlicher Emissionen. Vergleicht man die Menge der Treibhausgasemissionen, so stellt man fest, dass benzinbetriebene Fahrzeuge mehr als doppelt so viel CO2 verursachen wie Elektroautos. Fazit: Es gibt bereits genügend öffentliche Ladestationen, um auch mit einem Elektroauto größere Distanzen zurückzulegen. Darüber hinaus wird die Reichweite der E-Autos, die sie mit einer Ladung zurücklegen können, Jahr für Jahr erhöht. Hast du eine mobile Wallbox, kannst du diese auch ganz einfach in deinen Kofferraum legen und mitnehmen. Das macht dich noch freier und flexibler. Was das Finanzielle betrifft, so sind die Anschaffungskosten für Elektroautos aktuell noch relativ hoch. Aber auf lange Sicht gesehen kommt dir ein E-Auto im Endeffekt billiger als ein Auto mit Verbrennungsmotor, da die laufenden Kosten wesentlich geringer sind. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du Fragen hast, kommentiere einfach unterhalb des Videos oder besuche unsere Website. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.